Das ist eine gute und auch wichtige Frage, denn gerade im aktuellen Zinsumfeld denken viele Privatpersonen über den Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage nach. Aber man sollte vor allem wichtige Aspekte dabei im Vorfeld prüfen und überdenken, um dann letztendlich keine falsche Entscheidung zu treffen. Ein wichtiger Punkt ist im Vorfeld das Gespräch mit Ihrem Steuerberater zu suchen und Ihren Finanzierer zu kontaktieren. Dies kann ein freier Finanzierer sein oder Ihre Hausbank. Wenn das soweit geklärt ist, stellt sich die erste Frage nach dem Standort der Immobilie. Soll es am Heimatstandort sein oder kann es auch ein entfernter Standort, eine andere Stadt sein, wo man vielleicht eine bessere Rendite erzielen kann? Zwei Punkte, die sehr wichtig sind: Rendite zum einen und die Wertsteigerung zum anderen. Entscheiden Sie selbst, was für Sie gewichtiger ist. Versuchen Sie, einen gesunden Mix zu finden und dann werden Sie sich sicherlich erfolgreich sein bei der Suche. Nächster Punkt, welcher Immobilientyp soll es sein? Ein kleines Apartment mit höherer Fluktuation und höherer Rendite oder andererseits eine größere Immobilie, eine größere Wohnung oder sogar ein Haus, wo Sie länger Planungssicherheit haben, weil die Mieter weniger oft wechseln? Bei Haus und Wohnung gilt es zu beachten, den Zustand genau zu berücksichtigen. Wie alt ist das Haus oder die Wohnung? Und schauen Sie sich bitte ganz genau die Unterlagen an. Beispiel: Passt die Rücklagenquote bei einer WEG zum Alter des Hauses, zum Renovierungsstand und zur Anzahl der Eigentümer? Ein ganz wichtiger Punkt, der sehr entscheidend sein kann für aufkommende zukünftige Kosten, die wieder zu Lasten Ihrer Marge gehen. Im Zuge der neuen gesetzlichen Änderungen des letzten Jahres ist auch immer die Frage zu klären: Gilt am jeweils beabsichtigten Standort die Mietpreisbremse? Das heißt, ist Ihre Mieteinnahme, das heißt Ihre Rendite, durch einen Mietspiegel gedeckelt oder können Sie diese frei verhandeln? Es gibt also viele Punkte, die zu beachten sind. Wir stehen Ihnen beide als Berater jederzeit zur Verfügung. Das war nur ein Auszug einiger Gedanken, die Sie im Vorfeld einplanen sollten. Wir stehen Ihnen sehr gerne für Rückfragen zur Verfügung.